Ja, ich freue mich sehr, in diesem Jahr wieder hier sein zu dürfen. Und Markus, du hast es schon gesagt, nicht alleine hier zu stehen, sondern zusammen mit dir, Anne, und mit dem Kompetenzzentrum Barrierefreiheit. Und wir würden gerne ein bisschen darüber sprechen, was wir im letzten Jahr zum Teil tatsächlich anschließend an Gespräche, die wir vor einem Jahr hier geführt haben, dann auch zusammen gemacht haben. Ich würde gerne mit einem Bild einsteigen. Alle die, die meinen Vortrag im letzten Jahr vielleicht schon gehört haben, erinnern sich möglicherweise. Ich habe letztes Jahr schon mal angefangen, das Okavango-Delta mit der Lehrkräftebildung zu vergleichen. All jene, die den Vortrag noch nicht kennen, denken, okay, was hat jetzt ein Binnendelta mit Lehrkräftebildung zu tun? Es ist doch relativ naheliegend. Also der Okavango verwandelt die doch sehr trockene, sonst sehr trockene Kalahari jedes Jahr aufs Neue in ein blühendes Paradies. Mit dem Wasser kommen die Pflanzen, mit den Pflanzen kommen die Tiere und es finden sich unglaublich viele Lebewesen im Ökosystem zusammen, die sonst gar nicht unbedingt so am gleichen Fleckchen alle zu treffen sind. Und ein ganz ähnliches Bild haben wir auch in der Lehrkräftebildung. Denn auch da finden sich ganz viele Akteure der unterschiedlichsten Fachdisziplinen, der unterschiedlichsten Institutionen zusammen in diesem Ökosystem der Lehrkräftebildung. Vielfalt ist tatsächlich das, was dieses Ökosystem der Bildung, also in der Kalahari auch, aber eben tatsächlich der Bildung bei uns auszeichnet. Und auch das, wenn wir ein bisschen anfangen, darüber nachzudenken, was es relativ naheliegend macht, zu sagen, warum Barrierefreiheit in diesem Ökosystem der Bildung, der Lehrkräftebildung auch ganz, ganz wichtig ist, weil wir nämlich wirklich sicherstellen müssen, dass diese vielen, vielen verschiedenen Akteure mit ihren ganz unterschiedlichen Bedürfnissen alle einen Zugang finden zu diesem Ökosystem. Und letztendlich möchten wir heute beispielhaft zeigen, wie wir durch unsere Kooperation hoffentlich ein bisschen dazu beitragen können, indem wir Fachwissen von euch kombiniert haben mit Hilfsmaterialien, didaktischen Hilfsmaterialien, die wir erstellen und eben Zugriff auf eine Community of Practice, auf eine Open Educational Practice von sehr, sehr vielen Menschen in der Lehrkräftebildung dafür zu sorgen, wie unsere Zusammenarbeit eben diese Zugänge für diese vielen Akteure im Bildungssystem herstellen kann, optimieren kann. Wer ist aber eigentlich wir? Genau, fangen wir doch mal an. Ja, wir haben uns als Kompetenzzentrum in das Delta mal eingeschmuggelt als Partner. Uns gibt es seit 2 Jahren, das Kompetenzzentrum Digitale Barrierefreiheit, sitzen wie gesagt an der TU Dortmund. Und unser Ziel ist es eben, Hochschulen und hochschulübergreifende Projekte zu beraten und zu unterstützen, das Thema Barrierefreiheit eben sozusagen in Studium und Lehre umzusetzen und voranzutreiben. Dabei verstehen wir uns so als subsidiäres Dienstleistungsangebot, das heißt, zum einen, wir vernetzen die Akteure auf der Arbeitsebene an den Hochschulen oder den Projekten sozusagen untereinander. Wir beraten sie, wir versuchen sie weiter zu schulen und so. Wir haben Netzwerke, 3 Netzwerke zu verschiedenen Themen sozusagen gegründet. Wir sichten und bewerten und verbreiten, was es schon gibt zum Thema Barrierefreiheit, weil es gibt natürlich ganz, ganz viel schon an Leitfäden, Materialien und sowas und versuchen das eben sozusagen zu bündeln und zu verbreiten. Wir machen Workshops, Schulungen, Leitfäden, Checklisten zu unterschiedlichen Barrierefreiheitsthemen, kennen Sie vielleicht zum Teil auch schon von uns. Und wir kreieren auch neues Wissen, weil ich glaube, es gibt auch immer noch Bedarf, gerade was so Tools, Neuentwicklung, logisch bei Neuentwicklung, oder Plattformen, die in Studium und Lehre benutzt werden. Da gibt es gar nicht so viel Wissen, wie barrierefrei die eigentlich sind. Und da ist eins unserer wichtigen Aufgaben, dass wir das tatsächlich mit studentischen Hilfskräften, mit unterschiedlichen Behinderungen und Beeinträchtigungen an Arbeitstechniken auch testen. So, das sind so ganz knapp unsere Arbeitsgebiete. Genau. Markus hat das vorher schon gesagt, ich komme von der Universität zu Köln, das hat jetzt nicht funktioniert, da ist es. Stehe aber heute hier stellvertretend nicht nur für die Universität zu Köln, sondern als Mitglied eben Universitätsverbund. Jetzt muss ich selber lachen, wo ich zu den Kollegen nach hinten gucke. Den gibt es seit 2016, das ist ein Verbund, der gegründet wurde von ursprünglich 5 Zentren für Lehrkräftebildung oder Schools of Education aus der ganz einfachen Überlegung heraus, dass wir damals dachten, die Förderung digitalisierungsbezogener Kompetenzen im Lehramt wird sehr viel einfacher, wenn wir das zusammentun, statt jede Universität für sich. Das ist die erfreuliche Tatsache, weswegen ich auf die Folie auch geschrieben habe, es ist unbegrenzt, der Verbund, weil wir eben nicht von Fördermitteln abhängig sind, sondern das aus Initiative tun und das auch möglichst lange noch weitererhalten wollen, diese Aktivitäten. Wir erstellen OER-Materialien im Universitätsverbund,
Geben aber auch sehr viel didaktische Hilfsmaterialien zur Erstellung für unsere Autoren und auch für andere Menschen raus und haben da von Anfang an auch immer wieder versucht, Barrierefreiheit sehr früh in diese Materialien, in diese Vorlagen und auch thematisch zu adressieren, sind da aber immer wieder an Grenzen gekommen, weil uns natürlich die Fachexpertise in dem Punkt gefehlt hat, die ihr mitbringt. Ich stehe heute hier außerdem auch für das Projekt ePort, was man so ein bisschen als Spin-off von Diggle bezeichnen kann. Da haben wir uns mit mehreren Universitäten zusammengetan und mal ein bisschen auf die Portfolioarbeit in der Lehrkräftebildung geguckt und wollten einen elektronischen Flow entwickeln, der es ein bisschen einfacher macht, diese verschiedenen Institutionen, die es in der Lehrkräftebildung gibt, zu vereinen. Weil wir arbeiten ja in der Lehrkräftebildung nicht nur an Universitäten, sondern auch an den ZFSLs in der zweiten Phase mit Referendaren und auch mit Schulen zusammen. Beide Projekte haben letztendlich gemeinsam, also ePort und Diggle oder Verbund, dass wir durch konkrete technische Lösungen wie Software oder wie Vorlagen bei Diggle und OER-Materialien die Hürden für die Erstellung und Bearbeitung guter digitaler Lernmaterialien erleichtern wollen. Uns, also die zwei Sachen, die ich gerade vorgestellt habe, zusammen mit dem Kompetenzzentrum Barrierefreiheit vereint, dass wir außerdem alle öffentlich gefördert werden oder wurden. Und da sind wir sehr frei nach dem Prinzip Public Money, Public Good. Verstehen wir eben Public Good nicht nur im Sinne eines kostenfreien Zugangs zu guten Lernmaterialien oder zu Wissen, sondern vor allen Dingen auch im Sinne eines Barrierearmen. Und durch unsere Zusammenarbeit möchten wir dazu beitragen, Barrierefreiheit wirklich als natürlichen, als nativen Bestandteil offener Bildungspraktiken zu etablieren und vor allen Dingen aber auch als Qualitätskriterium von offenen Materialien. Anne wird jetzt mit einigen Beispielen zeigen, welche Bedarfe die Arbeit mit assistiven Technologien an die Gestaltung von digitalen Materialien stellt. Genau, genau. Ja, wir sagen ja, es ist sozusagen für alle ein Gewinn, aber für manche ist es oder für viele ist es eben tatsächlich auch notwendig. Das kann man mal so ein bisschen an ein paar Beispielen vielleicht konkret machen. Also die Arbeit mit assistiven Technologien funktioniert eben anders als mit einer Maus und normalen Bildschirmansicht. Wobei normale Bildschirmansicht, weiß man ja, vielleicht gibt es vielleicht auch gar nicht mehr, je nach Device und so ist das ja sowieso alles sehr unterschiedlich. Das heißt, wenn man mit einer starken Vergrößerung arbeitet, wie die Studentin da rechts auf dem Bild, sieht man immer nur einen kleinen Ausschnitt und muss sich eben Stück für Stück sozusagen ein Bild vom Ganzen machen. Das ist jetzt hier bei diesem Text, den sie liest, vielleicht einfach, aber wenn man sozusagen ein Whiteboard hat oder sozusagen eine größere Oberfläche, ein H5P-Element, ist es ja, glaube ich, schon noch mal komplexer, sich da dann ein Bild vom Ganzen zu machen. Farbumkehr ist natürlich ein Thema, also das ist, wird oft verbunden, Vergrößerung und Farbumkehr. Das heißt, Farbkontraste müssen auf jeden Fall immer gut sein, sonst, also die funktionieren so oder so nicht sozusagen, wenn sie nicht gut genug sind. Screenreader sind ein anderes Thema, also das sind die blinde Nutzer, lassen sich ja sozusagen vorlesen, was auf dem Bildschirm steht. Das heißt, das, was wir oder die meisten von uns sozusagen visuell erfassen auf einen Blick, wird im Screenreader linear vorgelesen. Das heißt, es ist schon bei vielen Sachen nicht trivial zu gucken, in welcher Reihenfolge muss das eigentlich angeordnet werden, dass es sinnvoll vorgelesen wird, dass man auch wirklich versteht, eine Vorstellung sozusagen von dem Inhalt oder von der Oberfläche, den Plattform oder sowas hat. So, also die Herausforderung ist, Informationen in der richtigen Reihenfolge zu haben, damit es verständlich bleibt, sich eben einen schnell und gut einen Überblick über die ganze Oberfläche zu verschaffen oder, wenn es um kollaboratives Arbeiten geht, mitzukriegen, wo überhaupt Veränderungen stattfinden und die dann auch zu finden sozusagen. Das ist gerade bei Whiteboards oder Miro, Mural oder was es auch immer denkt, durchaus komplex. Anderes Beispiel, ist jetzt schade, dass die Bildschirme so klein sind, man kann es jetzt sozusagen nur ahnen hier, ist die Sprachausgabe. Wir haben in unserem Testteam mit Studierenden haben wir eine Studentin, die hat motorische Beeinträchtigungen und die arbeitet überwiegend mit Sprachsteuerung. Also sie steuert sowohl ihr iPad als auch ihren Computer über die Sprache. Und wenn es halbwegs gut programmiert ist, dann sieht es so aus wie links dabei. Das ist ein H5P-Lückenelement. Da ist halt an jeder Stelle, wo man etwas aktiv verändern muss, also wo man was reinziehen kann, ne, oder das Wort, was man aktivieren kann, ist eine Nummer. Das heißt, sie ruft die Nummer aus und sagt, sie muss dahin gezogen werden oder sowas. Das, wenn es
funktioniert sozusagen. Wenn es schlecht ist, dann sieht es so aus wie auf der rechten Seite. Dann erscheinen nämlich gar nicht genug oder nicht überall solche elementstrukturierende Nummern, dann hat sie die Möglichkeit, sie ruft ein Raster auf und dann hat der ganze Computer sozusagen Nummern und dann muss sie gucken, in welchem Raster muss ich was aktivieren oder sie muss dieses kleine Quadrat sich nochmal größer machen lassen, dann sind da wieder mehrere kleine Nummern, um das zu machen. Die Folge, also was lernt man daraus? Das heißt, also das eine ist sozusagen das dauert sehr viel mehr und es erfordert einfach sehr viel Konzentration. Also bei beiden Fällen ist es so, dass sehr viel Cognitive Load in die reine Bedienung geht, sozusagen. Ne? Und wenn es, genau, und es sollte natürlich eben richtig programmiert sein, um möglichst wenig Arbeitsschritte den dann nochmal zusätzlich auch den Leuten aufzudrücken. Das sind nur so zwei Beispiele, um zu zeigen, vor was für Herausforderungen sozusagen Studierende stehen, die mit assistiven Technologien arbeiten. So, das heißt also, die Herausforderungen für uns, für alle sozusagen, liegen auf verschiedenen Ebenen. Natürlich zum einen eben bei der Programmierung und der Gestaltung der E-Portfolios, Tools oder was auch immer darauf zu achten, dass sie eben möglichst die Prinzipien der Barrierefreiheit beachten, damit eben überall solche Nummern auftreten, damit sozusagen sich Leute mit dem Screenreader auch tatsächlich orientieren können, damit, also das ist eine semantische Auszeichnung, dass Überschriften auch als Überschriften erkannt werden können und so weiter, ne, dass man sich die Struktur erarbeiten kann, was gibt es da noch, Zwei-Sinne-Prinzipien, Tastaturbedienbarkeit und sowas. Das ist auf der anderen Ebene, auf der zweiten Ebene ist das, was machen dann die Lehrenden mit den Tools? Das ist ja auch wichtig, denn auch da kann man natürlich, wenn Sie das mit Inhalt fühlen, nochmal Barrieren einbauen, wenn man nicht weiß, sozusagen, wo Barrieren auftreten können. Das Usability hängt dann natürlich eng mit Barrierefreiheit zusammen. Also es ist vielleicht deutlich geworden, dass eine möglichst einfache, klare Bedienungsführung wichtig ist, eine klare Beschriftung und Bezeichnung schon alleine auch wichtig ist. Und da haben wir auch gemerkt, dass unsere studentischen Hilfskräfte, die eben mit assistiven Technologien arbeiten und eine eigene Behinderung haben, die wirklich extrem gute und gnadenlose Tester sind. Da, wo wir drüber gucken sozusagen, weil wir sehen ja den nächsten Schritt, der kommt, da stolpert natürlich ein blinder Nutzer, wenn ein Schaltername einfach völlig unklar ist. Das passiert viel öfter, als man denkt. Und wenn man das eben nur lesen kann, dann merkt man das. Das heißt, es ist auch eine Hilfe, überhaupt die Usability zu verbessern. Wie du gerade gesagt hast, ne, auch Dozentinnen, Lehrende oder Autorinnen von digitalen Lernmaterialien können sehr viele Barrieren einbauen, wenn sie nicht wissen, worauf sie achten müssen. Und die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, dass es eben sehr, sehr einfach ist, weil wir alle kennen das aus der Lehre, man hat häufig nicht viel Zeit, wirklich einen niedrigschwelligen Zugang zu diesen Thematiken aufzuzeigen. Das machen wir, indem wir beispielsweise das, was ihr erarbeitet habt, in anderer Form nochmal darstellen und mit Beispielen auch arbeiten, mit Positiv-, mit Negativbeispielen, was es für Dozentinnen oder AutorInnen dann eben ein bisschen einfacher macht, diese Strategien, diese Prinzipien in die eigene Lehre wirklich auch mit einbeziehen zu können. Und trotz allem, also selbst wenn wir super UX-Software haben, die mega barrierefrei ist, wenn Dozenten top ausgebildet sind und das wirklich vorbildhaft machen, heißt das nicht, dass wir nicht im Einzelfall immer wieder auch die Awareness haben müssen, individuelle angemessene Vorkehrungen zu treffen in der Lehre. Ne? Im weitesten Sinne ist das denn eben der Nachteilsausgleich, der häufig kommt, weil man kann eben nicht alles vorhersehen und wir können nicht alle Hürden ausräumen, egal wie gut wir uns das bemühen zu machen mit einem Universal Design for Learning beispielsweise. Mhm. Wir sind schon darauf angewiesen, dann im Einzelfall immer noch mal individuell zu gucken. Genau. Ganz kurz, sagen wir mal tatsächlich, wie genau das nächste, wie unsere Kooperation ganz konkret im Prinzip ausgesehen hat. Also der Kern war ja das E-Portfolio, ne, die Konstruktion dieses E-Portfolios. Wir haben das zu unterschiedlichen Zeitpunkten einfach mal getestet auf die Barrierefreiheit und Usability. Zum Teil haben wir auch externen Fachleute mit zugezogen, die auch wirklich dann Hinweise gegeben haben, wie man das codetechnisch auch umsetzen kann, weil uns das zum Teil auch tatsächlich nicht unsere Expertise ist. In die Tiefe also sozusagen
zu verschiedenen Zeitpunkten immer Tipps gegeben, wie man Barrieren beseitigen kann, wie man Usability verbessern kann, haben aber auch dabei gleich immer gemerkt, aha, an bestimmten Stellen müssen wir Nutzerinnen mit Assistivtechnologien auch tatsächlich Hinweise geben. Also auch das muss man mit dem Material liefern, um einfach ein paar Tipps zu geben, quasi um Tricks zu geben, wenn man mit Screenreader arbeitet, so und so und so, so vorzugehen. Genau. Genau, und neben dem bieten wir an dieser Stelle eben auch Beratung und vor allen Dingen tatsächlich dann auch viel Vorlagen für didaktisches Material. An der Stelle vielleicht nochmal kurz der Hinweis, dass wir als Diggle wirklich eine relativ große Community haben. Wir haben so im Schnitt 50.000 Zugriffe auf unsere Materialien pro Monat. Und wenn man einfach bedenkt, dass allein an der Universität zu Köln gibt es 13.000 Lehramtsstudierende, dann ist eben eine digitale Lehramtscommunity tatsächlich eine sehr große. Und so können wir eben dafür sorgen, dass eben diese Prinzipien wirklich vom Studienbeginn an hoffentlich dann auch implementiert werden und von vielen Menschen benutzt werden. Sehr hilfreich war, glaube ich, als wir die Kooperation angefangen haben, dass wir auch schon sehr viele unterschiedliche H5P-Elemente getestet haben. Das E-Portfolio basiert auf H5P und da werden sozusagen ja auch H5P-Elemente kombiniert, sodass ihr darauf zurückgreifen konntet sozusagen und sowohl bei der Konstruktion des E-Portfolios als auch bei den Tipps und Hinweisen, wie man das E-Portfolio aufbaut, eben auf diese Tests zurückgreifen kann. Die haben wir hier drin, auch mit dem QR-Code, weil die haben wir natürlich veröffentlicht auf unserer Seite und die nutzen ja auch zu anderen Zwecken, glaube ich, vieles. Ne? Wir haben das E-Portfolio und das Plugin in Moodle getestet. Auch da, um vielleicht mal einen kleinen Einblick zu geben, sozusagen, wie unsere Testergebnisse so ein bisschen aufgebaut sind, wie das angehen, würde ich ein bisschen was zu H5P kurz sagen. Also wir haben die so ein bisschen eingeteilt nach weitgehend unproblematisch. Also die kann man schon nutzen, auch mit vielen assistiven Technologien. Wir haben immer ein paar Hinweise sozusagen, weil es immer mal ein paar, wie soll ich sagen, Barrieren oder kleinere Probleme oder sowas gibt. Wir haben wenige Elemente, wo wir sagen, das ist, glaube ich, für Gruppen so problematisch, dass wir davon abraten würden oder zumindest müssen Sie wissen, wenn Sie dann jemanden kriegen, der einen Screenreader oder Sprachausgabe nutzt, dann müssen Sie eine Alternative quasi in petto haben. Und wir haben eigentlich auch eine relativ große Gruppe, wo wir sagen, das ist eher so kontextabhängig, ne, ob man sie einsetzen kann oder nicht. Oder da sind tatsächlich Anpassungen notwendig. Das machen wir mal am einen ganz einfachen Beispiel. Ich glaube, der ist aber gar nicht so selten benutzt, nämlich den Hotspot, ne, Image Hotspot. Also man nimmt das. Da ist es tatsächlich so, dass Sie einfach beachten müssen: Es gibt ein Hintergrundbild und da können Sie auch nur einen Alternativtext hinterlegen, also nur eine Beschreibung sozusagen, was auf diesem Text ist. Und man kann außerdem auch nicht bestimmen, in welcher Reihenfolge die Hotspots angesprungen werden sollen. Also wenn die Reihenfolge ganz wichtig ist, das können Sie nicht ganz beeinflussen dabei. Die Frage ist also, wenn Sie es einsetzen, wie wichtig ist es, dass man Details und deren Position im Hintergrundbild erkennt? Wenn das ganz wichtig ist, ist es schwierig sozusagen mit dem Einsatz. Wenn das nicht so wichtig ist, ist es halt einfacher. Hier bei dem Beispiel, das ist ja sozusagen so eine Landkarte, wo man sich quasi positionieren soll, ist es, glaube ich, gut zu kompensieren, dass man die Hotspots benennt. Also das eine ist eben der Leuchtturm, das andere ist der Tunnel, das andere ist im Hubschrauber. Das kann man sehr gut am Anfang sagen. Und da reicht, glaube ich, eine Beschreibung des Alternativtexts, dann kann man das durchaus kompensieren. Allerdings, das ist klar, wenn jemand, der blind ist, das selber konstruieren soll, kann er das natürlich nicht alleine, logischerweise. Da braucht er entweder eine andere Umsetzung oder man muss es zu zweit machen, dann quasi, ne? Ein anderes Beispiel ist dieses, das ist sozusagen so ein Organigramm, wo organisiert wird, da geht es um Staatsrecht, wie Staatsrecht aufgebaut ist und bestimmte Einheiten in Lernvideos angesprungen werden können, da wird es sozusagen organisiert. Da ist es natürlich sehr wichtig, sehr detailreich an dieses Bild das Bild zu beschreiben und da wird man sich wahrscheinlich über den Alttext und die Hotspot-Beschriftung kaum das wirklich umfassend hinkriegen. Das heißt, es braucht eine zweite alternative Lösung. Die ist aber völlig einfach. Man macht einfach wie so ein Inhaltsverzeichnis eine verschachtelte Liste. Und ich wette mal, wenn man die zwei Lösungen hat, dass auch Leute, die nicht einen Screenreader haben, sicherlich manchmal auf die Liste zugehen, weil es einfach einfacher ist. Insofern sagen wir auch immer, dass dieses
Barrierefreiheitsprinzip wirklich für alle eine Hilfe ist, wenn man mehrere Alternativen hat. Genau. Und neben der Optimierung der Produkte, die wir gerade vorgestellt haben im Rahmen von ePort und das Moodle-Plugin beispielsweise, haben wir jetzt auch angefangen, die Ergebnisse eurer Testung, ich hatte es vorher schon kurz gesagt, in einen Online-Kurs einzubauen. Ich habe mal einen kurzen Screenshot gemacht, der ist im Entstehungsbegriff, aber noch nicht veröffentlicht, deswegen steht da Coming Soon. Kleine Sneak-Preview an dieser Stelle. Man sieht an der Gliederung, glaube ich, ganz gut, was so ein bisschen in diesem Online-Kurs drin sein wird, wo es jetzt wirklich darum geht, Autorinnen von digitalen Materialien sehr schnell an die Hand zu geben. Worauf muss ich eigentlich achten? Wie kann ich damit arbeiten? Wie gesagt, es werden Positiv- und Negativbeispiele drin sein. Und wir haben mit vielem gearbeitet, was ihr auch aus der Community schon zusammengetragen habt, was man da zum Beispiel sieht in diesem H5P-Element sind Personas. Das kommt ursprünglich aus dem Ilias-Kompetenzzentrum, glaube ich. Ja. Das haben wir in H5P-Element übertragen, damit es ein bisschen leichter teilbar wird und an anderer Stelle auch wieder anwendbar wird. Der Kurs wird hoffentlich im Laufe des Jahres fertig werden und ist dann als OER-Material offen abrufbar. Genau. Ja, das waren kurze Aspekte und hoffentlich unsere Zusammenarbeit und warum unsere unterschiedliche Expertise da ganz gut ineinander greift, gezeigt haben. Das ist sozusagen eine Erzählung von heute, die vielleicht aber schon ins Morgen weist, weil sie, glaube ich, schon einen Schritt in die Richtung gegangen, was unser Ziel ist. Das war der Titel von dem Vortrag vom letzten Mal von Carsten und Sabrina, nämlich Barrierefreiheit von der gesetzlichen Verpflichtung zur gelebten Teilhabe zu machen. Das ist uns, glaube ich, schon ganz gut gelungen und dann, dass eben sozusagen, dass es selbstverständlich ist, tatsächlich, dass Barrierefreiheit von Anfang an und von vornherein auch mitgedacht wird und immer wieder sozusagen auch mitgedacht wird in der Zusammenarbeit. Das war, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das greift, glaube ich, immer mehr, aber wir haben auch noch ganz, ganz häufig den Fall, dass es so ist, wir machen erstmal alles fertig und dann gucken wir uns mal die Barrierefreiheit an und dann merken wir, da gibt es ja noch dieses und jenes Problem, dann ist keine Zeit mehr, dann ist kein Geld mehr und dann bleibt es meistens so oder es gibt nur kleinere Veränderungen. Das ist, glaube ich, hier ganz gut gelaufen. Dazu ist es aber auch wichtig, finde ich, dass wir dazu kommen, dass es ein gewisses Grund- und Basiswissen zur Barrierefreiheit auch in den Projekten gibt. Daran arbeiten wir durch eben diese, was ich eben gesagt habe, Materialien, Schulungen und sowas, die wir machen durch die Zusammenarbeit, dass es schon nicht nur ein allgemeines Verständnis, Barrierefreiheit ist wichtig, sondern so ein bisschen auch ein Wissen ist, was ist das eigentlich, ne? Und was für Anforderungen stellt das? Und am besten ist natürlich auch, wenn das auch gleichzeitig im Studium vermittelt wird. Das ist der nächste Punkt sozusagen. Das ist aber auch hier in diesem Projekt, finde ich, sehr gut gelungen, weil wenn die Studierenden dieses mit dem E-Portfolio arbeiten und gleichzeitig auch in dem Kurs lernen, sozusagen Barrierefreiheit, die Sachen auch barrierefrei zu machen und Barrierefreiheit auch mitzudenken, lernen sie natürlich gleichzeitig auch etwas. Also wenn sie sozusagen zum einerseits im Studium immer wieder mit barrierefreien Materialien konfrontiert werden, wo man aber auch deutlich macht, warum das barrierefrei ist, lernt man sehr viel, aber ich glaube, Barrierefreiheit ist, glaube ich, auch ein wichtiger Teil, eine wichtige Teilkompetenz von digitaler Kompetenz, würde ich mal sagen. Das zumindest ist vielleicht noch ein bisschen tomorrow. Bisschen. Ja, Openness für und durch Barrierefreiheit, Open Educational Practices, offene Bildungspraktiken sind momentan viel zitiert. Wir verstehen eben unsere Zusammenarbeit tatsächlich als ein schönes Beispiel von offenen Bildungspraktiken, wie man sinnstiftend Stärken kombinieren kann, von und miteinander lernen kann und so dann eben Tales of Tomorrow auch nach morgen hoffentlich wirken kann. Wir wollen dazu beitragen, dass Barrierefreiheit als Qualitätskriterium etabliert wird und als wirklich selbstverständlicher Teil offener Bildungspraktiken tomorrow dann zu finden sein wird. Vielen Dank. Ja. Fachexpertise haben wir gerade ein bisschen geschlabbert, aber das ist egal, habe ich geschlabbert. Ganz vielen Dank euch beiden für den Vortrag und auch die gelebte Kooperation. Ne? Letztes Jahr noch getrennt auf der Bühne, diesmal vereint. Tolle Geschichte, tolle Tale. Mal gucken, was nächstes und Jahr. Ich darf auch noch erwähnen, dass Anne Hage den OER-Tipp des Monats Mai gestellt hat, nämlich wie erstelle ich einen guten Alternativtext. Ja, genau. Das war ja kurz auch Thema in der Präsentation. Jetzt haben wir tatsächlich noch einige Minuten Zeit für Fragen aus dem Chat oder hier im Publikum. Ich sehe schon eine Hand. Das Mikrofon kommt im Eilschritt herbei.
Ja, danke schön für den spannenden Vortrag. Ich habe nicht so richtig mitverfolgen können, was genau das mit diesen Personas am Ende war. Aber das hat mich ein bisschen innerlich so ein bisschen, also ich habe mich zusammengezogen. Vor allem deswegen, weil wenn ich an Barrierefreiheit und Teilhabe denke, dann möchte ich mich nicht dazu gezwungen fühlen, meine Behinderung offenzulegen, damit ich teilhaben kann. Genau, also ich weiß, ich habe es nicht verstanden, das will ich nicht suggerieren, dass das so gemeint war, aber ich habe es nicht verstanden. Deswegen wollte ich halt fragen, was mit diesen Personas so drauf ist. Und die zweite Frage war, irgendwann auf eine Folie kam der Begriff Universal Design auf und, oder vor. Und ich wollte fragen, ob sie schon Gedanken darüber gemacht hat, dass es so schon kritische Einwände gegenüber dem Universal Design Ansatz gibt. Insbesondere, wenn man darüber nachdenkt, dass eigentlich die Aufforderung, sozusagen eine Design-Person, selbst wenn diese Person eine Behinderung hat, egal welche Art, irgendwie auf ein Design zu kommen, das für alle funktioniert, schon allein aufgrund von Stereotypisierungen und unbewussten Biases und so weiter, nicht möglich ist. Und deswegen wollte ich halt fragen, wie Sie dazu stehen. Danke. Ich würde, glaube ich, mal versuchen, beides in eine Antwort zu kombinieren. Mal gucken, ob das hinkommt. Es geht ja bei den Materialien, die wir erstellen, erstmal ganz viel um Bewusstmachung. Und das ist das, wobei so Personas wirklich helfen können. Wie gesagt, die haben auch gar nicht wir erstellt, sondern wir haben sie nochmal anders zusammengefasst. Aber wir haben schon den Eindruck, dass es wirklich vielen Dozenten helfen kann, einen Fokus zu kriegen, worauf gucke ich denn? Weil häufig eben diese Vorstellungswelt gar nicht da ist, weil man noch nie selber Berührungspunkte mit bestimmten Einschränkungen bei Zugängen auch hatte. Also das sind Rückmeldungen, die wir einfach häufiger auch schon bekommen haben, dass das als hilfreich empfunden wird. Und ich kenne die Kritik am Universal Design for Learning. Ich diskutiere sehr viel mit unseren Sonderpädagogen in Köln darüber, auf jeden Fall. Und ich kann das verstehen. Natürlich, manche Behinderungen schließen, also bringen Notwendigkeiten mit sich, die sich gegenseitig ausschließen. Von daher ist es vollkommen klar, dass es sowas wie Universal Design per se in Gänze nie ganz funktionieren kann. Aber die verstehen das schon viel auch eben auch da als Bewusstmachung, sich überhaupt erstmal Gedanken zu machen und zu sagen, wie kann ich denn in einem Design dahin gehen und über das hinausdenken, was ich üblicherweise vielleicht so bedenke, wenn ich Materialien erstelle oder wenn ich eben als Dozentin tätig bin. Also diese Person, aber das haben Sie wahrscheinlich genannt, diese Personen, das sind ja nur abstrakte Beispiele von Personen, um sich hineinzudenken in Bedarfe, so wie ich eben gerade ein bisschen erzählt habe, wie man mit einem Sprachassistenten arbeitet, dann eben auch erzählt, wie jemand, weiß ich, mit einer Hörbeeinträchtigung, auf welche Barrieren was trifft. Genau. Und Universal Design und Universal Design for Learning, also ich glaube schon, dass die dass sozusagen die Möglichkeit der Digitalisierung schon sehr weitgehend es möglich machen, dass eine Seite tatsächlich für möglichst viele Bedarfe möglichst mit ihren assistiven Technologien natürlich, ne? Also sozusagen, die haben dann ja auch noch sozusagen nutzerseitig assistive Technologien, dass sie schon sehr viele Möglichkeiten bietet, dass alle das ohne möglichst weitgehend auch nutzen können. Aber deshalb haben wir ja auch nochmal dieses Konzept der angemessenen Vorkehrungen auch benannt. Also wenn das getroffen hat, was Sie meinten. Sonst können wir auch hinterher nochmal. Super. Da hätten wir noch, ne? Noch eine allerletzte Frage. Eine kurze, schnelle Frage. Das Mikrofon kommt im Eilschritt. Ja, ich versuche es ganz kurz zu halten. Und zwar ging es ja vorhin schon um Bewusstsein, Awareness. Vor allem im OER kennen wir ja bestimmte Barrieren. Da werden wir immer darauf aufmerksam gemacht. Aber es gibt nun mal ja auch unsichtbare Behinderungen. Um ein ganz schnelles Beispiel zu bringen. Wir alle kennen diese Sprachkurse, diese Aufnahmen aus dem Lautencafé. Und ich kenne auch im persönlichen Umfeld Leute, die haben kein selektives Hören. Aber wir begegnen solche Barrieren auch immer, ohne dass man das eben sieht im Alltag und ob sowas in ihrer Awareness-Arbeit auch bedacht wird. Ja, würde ich so sagen. Sozusagen, ja klar, sozusagen, dass man möglichst viele Barrieren von vornherein quasi nicht schafft. Ist ja im Prinzip, dass man dem sozusagen unsichtbar begegnet, ne? Ja, wenn das ausreichend ist, würde ich, ja. Okay, sonst gerne noch im Nachgang. Ich muss nämlich leider jetzt die Session offiziell beenden. Nochmal ganz vielen Dank, Alexandra Habicher, Anne Hage für den tollen Beitrag. Danke sehr.